Viele Krankheiten wird man wieder los, indem man sie einfach auskuriert. Der Körper findet Mittel und Wege, von selbst wieder gesund zu werden. Selbst Krebszellen kann der Körper angehen. Robert Zeisser erforscht am Uniklinikum, wie körpereigene Mechanismen zumindest einige Krebsarten bekämpfen können. Es gibt immer wieder die Situation, dass ein Tumor bereits etabliert ist und dann wieder verschwindet, ohne dass wir etwas dazu tun. Solche spontanen Remissionen sind selten insgesamt und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass sie eintreten. Aber wir können etwas lernen von diesen spontanen Remissionen, nämlich dass unser Immunsystem unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel wenn wir einen Infekt haben, in der Lage ist, Tumorzellen abzutöten und zu eliminieren. Entdeckt wurde der Mechanismus bereits vor über 100 Jahren. Der Amerikaner William Coley wollte das Immunsystem aktivieren, indem er seinen Patienten Streptokokken spritzte. Auch wenn das manchmal half, die Nebenwirkungen waren enorm. Heute ist man da erfolgreicher. Mittlerweile gibt es Antikörper, die dazu führen, dass das Immunsystem sehr stark aktiviert wird, sodass hierdurch Krebszellen abgetötet werden können. Ein wichtiger Forschungsbereich in Freiburg ist die Behandlung von Leukämie, also Blutkrebs. Mittels der sogenannten allogenen Transplantation wird das komplette Immunsystem eines Menschen gegen das eines Spenders ausgetauscht. Ich arbeite konkret auf zwei Sachen hin. Das eine ist, dass wir Leukämien, die wiederkommen nach einer allogenen Stammzelltransplantation, besser behandeln, um den Patienten heilen zu können. Und das zweite Ziel ist, dass wir die allogene Transplantation sicherer machen. Das heißt, dass wir eine wesentliche Komplikation, die sogenannte Graft-versus-Host-Erkrankung, besser kontrollieren können. Das ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bereich, den wir weiter verfolgen werden in den nächsten Jahren. Bei der Graft-versus-Host-Erkrankung geschieht im Körper sozusagen zu viel des Guten. Die neu übertragenen Zellen, die den Krebs bekämpfen sollten, richten sich gegen den gesamten Empfängerorganismus. Um das in den Griff zu bekommen, ist es von Vorteil, dass in Freiburg die Forschung und die Behandlung von Patienten in einer Hand liegen. Das ist durchaus ein Vorteil, wenn man beides macht, wenn man Forschung macht und Klinik, weil man zum einen weiß, welche klinischen Probleme existieren und dann auch gezielt in dem Bereich forschen kann. Es ist tatsächlich so, dass wir ein Medikament, was wir im Labor erprobt hatten, im präklinischen Modell dann bis in die klinische Anwendung gebracht haben. Und es ist mittlerweile in den USA zugelassen und es ist gut möglich, dass auch in Europa die Zulassung in den nächsten Jahren kommen wird. Bislang konnten sich Krebszellen im Körper oft vor der Immunabwehr verstecken und weiter vermehren. Mit der Immuntherapie nimmt man ihnen bildlich gesprochen die Tarnkappe und körpereigene Abwehrmechanismen können sie unschädlich machen. Beim schwarzen Hautkrebs ist diese Entwicklung der Immuntherapie besonders früh gekommen und besonders erfolgreich, muss man sagen. Noch vor 15 Jahren konnte man diesen Patienten nur Chemotherapie eigentlich anbieten. Und heutzutage werden diese Patienten primär mit Immuntherapie behandelt. Nebenwirkungen sind leider auch bei der Immuntherapie nicht auszuschließen. Allerdings gibt es Anlass zum Optimismus. Insgesamt sind diese Nebenwirkungen wesentlich weniger massiv als die Nebenwirkungen, die wir von der herkömmlichen Chemotherapie kennen. Also es ist nicht nur ein Vorteil, was das Ansprechen angeht oder Immuntherapie, sondern es ist auch eine verbesserte Lebensqualität in der Regel. Die Mitarbeiter in den Forschungslaboren der Freiburger Uniklinik sorgen dafür, dass die Lebensqualität von Krebspatienten laufend verbessert wird. Mit der Weiterentwicklung der Immuntherapie können manche Krebsarten bald noch zielgerichteter angegangen werden, als das schon heute der Fall ist.